Die wichtigste politische Forderung ist mit Sicherheit, dass wir die Schulen aus der Kreidezeit herausholen müssen und an die Lebenswirklichkeit, wie wir sie außerhalb von Schulen finden, anpassen. Dazu gehört natürlich auch, dass digitale Medien im Unterricht eine Rolle spielen und dort auch zur Verfügung stehen. Sprich, wir haben eine Ausstattungsfrage, wir haben eine Inhaltefrage, die wir geklärt haben müssen, und wir haben eine Nutzungsfrage. Und dass das Thema Gamification in der Schule auch eine Rolle spielen muss, sowohl mit analogen Spielen als auch mit digitalen Spielen, versteht sich von selbst, so wie wir es auch in der Arbeitswelt finden, wo mittlerweile eine ganze Reihe von Dingen und Prozessen gamifiziert werden, um es einfach spannender und interessanter zu machen für die Menschen. Und ich meine, Schule soll Spaß machen, interessant sein und funktionieren. Und wir wollen das genau erreichen. Brandenburg ist an vielen Stellen ein dramatisches Beispiel, wo viele Dinge nicht funktionieren, auch die Ausstattung von Schulen. In der Fläche haben wir häufig die Problematik, dass Breitbandausbau nicht vorhanden ist. Die Spiele kommen erst gar nicht, die würden erst gar nicht dort ankommen, auch wenn wir sie einsetzen könnten. Und dazu gibt es dann auch noch keine oder kaum Ausstattung. Die meisten weiterführenden Schulen haben maximal 2 Klassensätze, um an Geräten überhaupt die Inhalte, auch die Computerspiele oder die spielerisch gestalteten Lernmedien zu nutzen. Und da muss sicherlich eine Menge geändert werden. Wir brauchen hier gescheite Ausstattung an Schulen. Und dazu gehört auch, dass die Schulträger die Frage, wer zahlt und wer hat die Verantwortung, einheitlich und gemeinschaftlich durchgezogen wird. Für mich ist grundsätzlich, glaube ich, 2 Dinge unterscheiden. Zum einen wird es für die Schulen sehr spezielle Spielsoftware geben, wo ich nicht davon ausgehe, dass dort in einem Spiel Werbung eingeblendet wird. Unabhängig davon aber wird es sicherlich auch mal Situationen geben, wo normale Spiele, kommerzielle Spiele an Schulen in irgendeiner Form eine Rolle spielen. Und auch da wird Werbung drin sein. Und ich glaube, es gehört auch zu einer guten Medienkompetenz und Medienerziehung, dass Schüler lernen, auch mit dieser Werbung umzugehen und mit dem richtigen Guide an der Hand, mit dem Lehrer, der den Weg weisen kann, wird das eine Möglichkeit sein, auch dort entsprechend zu lernen, wie man mit Werbung richtig umgeht, weil Werbung an sich ist nichts Schlimmes und Böses.